Für alle, die keine Messer mögen, die gute Nachricht, das ist das letzte Video zum Messer. Für alle, die Messer mögen, ist die gute Nachricht, jetzt kommt ein Video zu Messern. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Ich kann das sagen, denn ab jetzt gibt es wieder ausschließlich Videos zu Uhren. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe euch jetzt schon in drei Videos einen Großteil meiner Messersammlung gezeigt. Heute gibt es einen, denke ich, sehr abwechslungsreichen Part, denn hier habe ich alle meine Klappmesser, die sich nicht sinnvoll zu größeren Gruppen zusammenfassen lassen. Einige amerikanische, einige deutsche, einige Schund und einige asiatische. Wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Eine völlig unstrukturierte Geschichte. Freut euch drauf und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht das ein oder andere Messer kennt, vielleicht sogar selber habt. Und jetzt geht's los. Ja, wie gehabt, meine Ansammlung von faltbaren Messern. Alles ziemlich durcheinander noch, aber ich werde das gleich sortieren und euch alle Messer zeigen, die nicht aus der Schweiz bzw. aus Frankreich kommen. Ich habe hier überwiegend deutsche und amerikanische Messer, aber auch einige Ausreißer, die ich euch sehr gerne zeigen werde. So, das ist mein letzter Teil, aber mein letztes Video, bei dem es um Messer geht. Ich habe nicht alle meine sonstigen Messer zusammengesucht, sondern nur die, zu denen ich hoffentlich etwas Interessantes sagen kann. Beginnen möchte ich mit einem Klaas-Sammelmesser. Und zwar ist das ein Sammelmesser limitiert mit einem wunderschönen Griff und einer Damastklinge. Wie ihr hier sehen könnt, färbt dieses Zeug da unten leider etwas ab. Und ein Messer, was ich definitiv nicht im Gebrauch habe, sondern als Sammelmesser wirklich nur im Schrank liegen habe. Es war ein Geschenk, wird entsprechend in Ehren gehalten und eines der ganz wenigen Messer, was ich nicht brauche. Ich möchte beginnen mit dem Irrsinn des deutschen Waffengesetzes. Und zwar habe ich hier ein Rettungsmesser von Chad Los Baños. Chad Los Baños ist ein Messermacher, der mit Böker zusammenarbeitet. Und hier haben wir ein Rettungsmesser, eine Sägezahnklinge, eine Gurtklinge. Das Ganze unschwer als Messer zu erkennen, hat eine feststehende Klinge, heißt, ich muss den Liner entriegeln. Da das Ganze aber, obwohl es so klein ist, einhändig zu öffnen ist und eine feststehende Klinge hat, unterliegt dieses Messer dem Führungsverbot. Ich darf dieses Messer in der Öffentlichkeit nicht in die Hosentasche klipsen oder an den Gürtel, weil es ein einhändig zu öffnendes, feststehendes Messer ist. Gut, damit könnte ich ja prima leben. Allerdings darf ich mein Buck 110 Folding Hunter, den darf ich problemlos mitnehmen. Der hat hier eine 9 cm Klinge, rattenscharf, super spitz, ganz massiv, liegt richtig schwer in der Hand. Das heißt, dieses Messer darf ich mitnehmen, darf ich mir an den Gürtel packen, darf ich in der Öffentlichkeit tragen. Das hier darf ich nicht in der Öffentlichkeit mit mir rumführen. Es sei denn, es ist in einem abgeschlossenen Behältnis. Ja, so viel zu der deutschen Rechtslage. Ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren, sondern mich auf meine Messer konzentrieren. Das hatte ich euch gezeigt. Packen wir zur Seite. Ich fange mal mit meinen amerikanischen Messern an. Und da habe ich doch so das ein oder andere Modell, was vielleicht interessant sein könnte. Das hier ist der Folding Hunter von Buck, eines meiner Lieblingsmesser, das es mittlerweile in unterschiedlichsten Varianten gibt. Es gibt das als 186 mit Titangriff, es gibt das mit Hirschholz, es gibt das von dem, ich glaube, David Yellowhorn hieß er, ein Navajo-Indianer, der eine ganze Reihe von Sondereditionen gemacht hat. Es gibt es mit einem Mikata-Griff,
sehr viel leichter und trotzdem nicht weniger stabil. Das gibt es in der 110 FG-Variante, Fingergrooved mit den Fingermulden-Aussparungen. Am Ende ist mir das Klassische immer noch am liebsten. Ich kann euch auch sagen, warum. Trotz des relativ geringen Gewichts nehme ich das Messer relativ selten, denn aus meiner Sicht ist hier der Fehler gemacht worden, dass diese Aussparungen so dünn geschliffen worden sind, dass dieser Rand hier sehr schmal ist und beim festen Zupacken schlicht und ergreifend in der Hand wehtut. Es ist unangenehm, hiermit länger zu schneiden und zu arbeiten. Ansonsten wäre es eine tolle Alternative, eben weil es so vergleichsweise leicht ist. Das Fingergrooved Messer finde ich von der Grundidee her sehr schön, aber, und das sind zwei ganz fette Aber, ich finde es optisch nicht gelungen, denn wenn ich die beiden einmal nebeneinander halte, könnt ihr sehen, dass das Fingergrooved schlicht und ergreifend gemacht wurde, indem man aus dem normalen die entsprechenden Aussparungen rausgeschnitten hat, was dazu führt, dass die schönen breiten Endstücke plötzlich sehr unschön abfallen und den Griff insgesamt doch deutlich schmaler machen als bei dem normalen. Anstatt dass man den Griff einen Ticken breiter macht und dann die Aussparungen rausschneidet, hat man aus einem schönen, relativ dicken, handlichen, massiven Griff einen etwas sperrigen, dünnen Griff gemacht, der sich so anfühlt, als wäre er nur mit Fingern zu bedienen. Man muss die Hand schon sehr fest zumachen. Gefällt mir weder von der Optik noch von der Gebrauchsfunktion her richtig gut. Insofern ist das auch wieder so ein Ding, wo man aus einem guten Messer in meinen Augen kein besseres gemacht hat, sondern nur etwas rumgespielt hat. Das hier ist für mich nach wie vor der Inbegriff des amerikanischen Klappmessers Buck 110 Folding Hunter. Absolut super. Ich habe die klassischen Buck-Lederscheiden oder Lederhüllen wie diese hier, die doch relativ groß sind, ersetzt und habe mir im Internet, ich glaube es war bei Etsy, diese Steckhülle geholt. Da passt das Messer richtig toll rein. Es sitzt ganz fest, man muss also auch mit relativ viel Kraft ziehen, um es rauszubekommen. Es sitzt im Prinzip mit der Oberkante des Messers abschließend am Gürtel. Es passt auch ein breiterer Gürtel durch. Wirklich klasse. Und man hat dann das vergleichsweise große Messer relativ schlank am Gürtel sitzen. Gefällt mir super gut. Und das, wie ihr sehen könnt, das ist hier schon abgewetzt. Die Hülle hat diverse Gebrauchsspuren. Das Messer hat diverse Gebrauchsspuren. Also das ist tatsächlich ein Messer, was ich sehr häufig im Einsatz habe. Was auch geführt werden darf, da es zweihändig zu öffnen ist. In der Öffentlichkeit nicht geführt werden darf das Leatherman Wave. Das Ding ist eigentlich die Definition eines Taschenwerkzeugs und trotzdem gilt es als Gegenstand, den ich in der Öffentlichkeit nicht führen darf, weil die Klinge einhändig zu öffnen ist und festgestellt ist. Ich muss den Liner hier zur Seite drücken, bevor ich die Klinge schließen kann. Und damit gilt dieses Messer oder fällt dieses Messer in Deutschland unter das Führungsverbot. Völlig egal, ob das ein überwiegendes Werkzeug ist mit diversen anderen Werkzeugen, mit Schraubenzieher, mit Schere, mit Feile, mit einer falsche Seite, mit einem Wellenschliffmesser, übrigens auch wieder feststehend, also sogar zwei Gründe, weswegen ich das Messer in der Öffentlichkeit nicht führen darf. Metallsäge, Feile, Raspel, Holzsäge, alles dabei. Leider muss dieses Messer in Deutschland in einem verschlossenen Behältnis, also Rucksack mit Kabelbinder oder Schloss oder was auch immer, oder abgeschlossenes Handschuhfach transportiert werden, einfach so an den Gürtel
und dann durch die Stadt oder auf die Kirmes ist gemäß den Buchstaben des Gesetzes verboten. Ich hatte damit noch nie Probleme, aber sollte ich aber Probleme bekommen, darf ich mich nicht beschweren, denn ich weiß ja genau, eigentlich darf ich nicht. Wie es hiermit aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, weil in Deutschland verboten sind Gegenstände, die vorgeben, etwas anderes zu sein. Und wenn ich mir das hier anschaue, bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob man auf den ersten Blick sagt, es ist ein Messer, ob man auf den ersten Blick sagt, es ist ein Kugelschreiber, eine Taschenlampe. Möglicherweise, und das ist aber wirklich nur eine Vermutung, kann es sein, dass das nicht nur unter das Führungsverbot fällt, sondern sogar unter das Besitzverbot, weil es eventuell vorgeben könnte, mit aller Vorsicht, eine Taschenlampe zu sein und das Messer nicht unmittelbar zu erkennen ist. Denn eine Taschenlampe ist es definitiv. Ihr könnt das hier sehen. Ja, da ist also hier durch Drehen des Kopfes eine Taschenlampe. Das Ganze hat auch noch ein Mini-Werkzeug, einen Kapselheber und einen Mini-Schraubenzieher. Aber es hat auch, wenn man hier die mit dem Daumen seitlich drücken, die Entriegelung verschiebt, ist es auch ein Messer. Eine kleine Klinge, SOG Q2 heißt das Ganze übrigens, da steht es. Die Klinge ist feststehend und das Ganze ist auch einhändig zu öffnen. Damit fällt es definitiv unter das Führungsverbot. Das heißt, ich darf auch das in der Öffentlichkeit nicht im Mantel, in der Tasche oder in der Hose haben. Ich müsste es auch in einem verschlossenen Behältnis führen, wenn es nicht sogar ein verbotener Gegenstand ist, weil man es auf den ersten Blick wohl für eine Taschenlampe halten könnte. Absoluter Irrsinn, aber so ist es nun einmal. Jetzt möchte ich euch drei Messer zeigen, die auf den ersten Blick sehr ähnlich aussehen, aber doch ziemlich verschieden sind. Und zwar handelt es sich hierbei um Messer von Böker. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das der Urban Hunter. Zwei Modelle, die in Deutschland unter das Führungsverbot fallen, weil einhändig zu öffnen mit feststellbarer Klinge. Das sind diese beiden Modelle hier. Es gibt also den Flipper hier. Ich mache es mal langsam. Wenn man den Flipper hier drückt, dann springt die Klinge auf und mit etwas Schwung rotiert sie durch. Und der Liner hier arretiert die Klingenachse, sodass das Messer nicht zugeht. Nochmal. Sehr schön, extrem leicht, durch die Open-Frame-Bauweise auch sehr, sehr leicht zu säubern. Ein schönes kleines Messer, ein kleiner Piekser, sehr, sehr scharf. Hier mit Holzgriffen, was das Metall etwas überstehen lässt. Hier mit skelettiertem Titan, was das Messer super leicht macht und einen ganz, ganz angenehmen Begleiter macht, wenn man unterwegs ist, weil durch das skelettierte Titan und die offene Bauweise sich das Messer extrem leicht reinigen lässt, wenn man damit Birne, Äpfel oder zuckerhaltiges Obst geschnitten hat. Richtig klasse gemacht, aber wie gesagt, man darf es in Deutschland nicht führen. Zum Glück gibt es diese Version auch als Zweihandversion. Ich habe hier den Clip abgemacht, weil ich das tatsächlich auch schon mal so in der Hosentasche trage, weil es eben ein so leichtes Messer ist. Durch den Nagelhau und den nicht vorhandenen Flipper, wie hier, ist das ein reines Zweihandmesser. Da spielt es auch keine Rolle, dass es verriegelbar ist. Ich darf das Messer so in Deutschland tragen. Dass ich es trotzdem mit einer Hand öffnen kann, mit ein bisschen Übung, spielt keine Rolle, weil es ist nicht als Einhandmesser konzipiert. Ja, wie gesagt, ich kann es mit einer Hand öffnen, aber das ist dem Gesetzgeber egal. Dieses Messer darf ich dabei haben. Richtig klasse, nicht billig, kosten auch über 100 Euro, aber wer ein
hochwertiges, leichtes Messer für die Hosentasche sucht, um mal Obst, Gemüse, Lebensmittel zuzubereiten und immer etwas wirklich Scharfes, Schnitthaltiges dabei zu haben, dem kann ich von Böker, den Urban Hunter, nur ans Herz legen. Wirklich schön, schaut es euch an. Ein richtig tolles Messer für solche Zwecke. Wo wir bei der Essenszubereitung waren, gehe ich mal in dieser Schiene weiter, denn da habe ich auch einige Messer, die ich persönlich sehr mag, auch wenn sie ungewöhnlich sind. Wer schon mal auf einer Lebensmittelmesse war, auf einem Großmarkt, der weiß, man kann relativ häufig probieren und es ist immer ganz schön, wenn man dann auch was dabei hat, was dabei hilft. Das ist ein kleiner Stecher mit einem unglaublich ausgeprägten Wellenschliff. Also auch eine harte Salami oder ein hartes Stück Käse zu schneiden, ist hiermit überhaupt kein Problem. Ganz, ganz kleine, feine Klinge, nichts für grobe Arbeiten. Aber auf einer Lebensmittelmesse mal so eben was schneiden, geht damit hervorragend. Und wenn man das dann noch probieren möchte, hat man sogar die Gabel dabei und muss nicht die Finger oder ein Holz oder sonst irgendwas nehmen, sondern man hat hier sein eigenes kleines Essbesteck dabei. Richtig, richtig nice. Glaube ich, 25 Euro gekostet. Auch nicht die Welt. Sehr, sehr schön. In die gleiche Richtung geht ein Messer von Hartkopf. Das sieht aus wie ein ganz normales Taschenmesser. Hat auch eine relativ normale Klinge, einen Flaschenöffner. Insofern ist das auf den ersten Blick ein ganz normales Messer, aber es ist eben nicht ein ganz normales Messer, denn es hat nicht nur eine Gabel und einen Kapselheber, sondern durch Verschieben der beiden Griffhälften lässt sich das Messer teilen. Und tatsächlich zu einem richtigen Besteck machen. Man hat also hier Gabel und Messer getrennt, kann es aber wieder problemlos zusammensetzen. Ihr seht, hier ist die größere Aussparung. Man schiebt dann diese Schale nach unten und durch die Gabel, durch das Schließen der Gabel, wird dieser Mechanismus verriegelt, sodass sich das Messer in der Hosentasche nicht mehr teilen kann. Bleiben wir beim Thema Essen, hier von WMF. Man hat hier einen Kapselheber, kann man ganz gut erkennen. Und wenn man das Ganze rausschiebt aus der Außenhülle, hat man innen ein komplettes Essbesteck, dreiteilig mit Messer, eine geschliffene Schneide, eine Gabel und einen Löffel und das Ganze auch im Hosentaschenformat, allerdings schon mit einem deutlich spürbaren Gewicht. Man kann es auch hier gegen das Rausrutschen sichern, indem man einen Ring durchzieht und das Ganze an der Ausrüstung, an der Tasche, am Rucksack, wo auch immer befestigt. Fand ich ganz witzig, habe ich auch schon zwei, dreimal benutzt und ist wesentlich kleiner als das Essbesteck, was man so üblicherweise von der Bundeswehr kennt. Um weiter bei der Essenszubereitung zu bleiben, wenn ich in Urlaub fahre, dann koche ich sehr gerne und es ist so, in Ferienhäusern, Ferienwohnungen sind die Messer und das dort vorhandene Kochgeschirr in der Regel zwar da, aber nicht gut und in den seltensten Fällen gut zu gebrauchen. Deswegen habe ich mir von A.G. Russell vor einiger Zeit einmal dieses Messer hier zugelegt. Es ist ein Klappmesser, ein Faltmesser mit Backlock-Mechanismus und Einhandbedienung, das heißt Führungsverbot in Deutschland, aber das ist auch zu groß und zu schwer, um es wirklich ständig dabei zu haben. Das ist mein reines Funktionsmesser. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, ist das mein Küchenmesser, eine wunderschöne Klingenform. Ich kann damit super arbeiten. Die Finger kommen nicht auf die Tischplatte, wenn ich mal flach was schneide. Ausreichende Größe, ausreichende Schärfe, ausreichende Höhe, um auch wirklich an den Fingern vorbeizuschneiden, wenn mal was klein gemacht werden muss. Schnitthaltig, scharf, rostfrei. Das ist wirklich ein tolles Messer, um unterwegs kochen zu können.
Ja, was habe ich sonst noch? Schauen wir doch mal ganz kurz rein, was wir hier noch so haben. Da haben wir also unterschiedlichste Messer. Das ist ein wirklich kleiner Zahnstocher von Hartkopf. Mag ich sehr gerne. Wobei Hartkopf sind, bleiben wir doch kurz bei Hartkopf. Das war übrigens auch ein Hartkopfmesser. Und hier haben wir mein teuerstes Taschenmesser, meinen teuersten Folder. Balbach-Damast mit Schlangenholz. Oder ist das Ebenholz? Ich kann es gar nicht mehr sehen. Also, es ist wirklich extrem gebraucht. Das hat schon wirklich viel mitgemacht. Ist sehr oft nachgeschliffen worden. Hatte mal irgendwann eine Lederscheide, die auseinandergefallen ist. Das ist lange Zeit mein EDC gewesen, was ich immer dabei hatte, immer in der Hosentasche, weil es ein Gewicht hat, was man zwar spürt, was aber nicht stört, was schön flach ist. Die Klingellänge mit, ich glaube, 6,5 cm, 7, 6,5, 7 cm ist ausreichend lang. Die Klinge ist nicht zu dünn, sodass sie auch stabil ist, wenn man etwas Härteres damit schneiden möchte. Wirklich ein tolles Messer und wie gesagt, mit Abstand mein teuerstes Faltmesser. Gleiche Größe, gleiche Kategorie, aber komplett anderer Griff und komplett andere Erscheinung ist dieses hier. Hier haben wir einen Horngriff, ebenfalls mit den Brass Bolster. Was heißt Brass? Ich weiß es gerade auf Deutsch nicht. Schönes Messer, aber durch die größere Dicke etwas unangenehmer in der Hosentasche. Der Backlock hält das Messer ebenfalls sicher im Platz. So, das hatten wir schon, ne? Das ist doch hier das Chat Los Baños. Ja, das war das Rettungsmesser. Dann bleiben wir doch noch mal kurz in Deutschland. Dann Hartkopf hatten wir, dann haben wir hier noch ein Löwenmesser. Das ist so das absolut klassische Taschenmesser, wie es wohl jeder Junge irgendwann hatte, der kein Victorinox bekommen hat. Wunderschön stabil. Sauscharf und natürlich darf man es führen. Es hat einen Slip-Point, es verriegelt nicht, es muss mit zwei Händen geöffnet werden. Ich glaube, klassischer kann ein Taschen- oder Klapp- oder Faltmesser kaum daherkommen. Das ist auch eines der Messer, die ich lange täglich getragen habe. Mittlerweile, ich weiß gar nicht warum, ist es etwas in Vergessenheit ins Abseits geraten. Aber ich finde es formschön, ich finde es auch von der Haptik her, vom Anfassen her schön. Es ist sehr rund, sehr weich, es lässt sich gut bedienen, es ist extrem schnitthaltig, es ist extrem scharf. Gefällt mir eigentlich sehr gut, vielleicht müsste ich es mal wieder öfter tragen. Weiterhin aus Deutschland ein sehr leichtes Messer, ein Titanmesser. Auch von Böker, und zwar das Böker Titan 1. Ihr könnt an der Spitze sehen, das hat auch schon so manches mitgemacht. Ich glaube, es gibt mittlerweile Titan 3 oder 4 von Böker, also eine Serie, die weitergeführt worden ist. Die Form des Griffes zeigt, dass das schon nicht mehr ganz aktuell ist. Es hat also einige eckige Griffmulden für die Finger. Fühlt sich trotzdem gut, ist angenehm zu tragen. Ein Zweihandmesser damit problemlos in Deutschland zu führen. Backlock-Verriegelung, sehr schmal, sehr leicht. Ein sehr stabiles, sehr schönes Messer, was ich auch, wie ihr sehen könnt, häufig im Einsatz hatte. Dann habe ich noch ein weiteres Messer aus Deutschland und das ist so ein Ding, wo ich sage, wenn man nur etwas schneiden möchte, und nicht viel Platz in der Hose hat und nicht viel Messer möchte, dann ist das hier wirklich eine richtig gute Wahl. Das klassische Mercator-Messer. Der Griff ist nichts anderes als eine zu einem U geformte Metall- oder Stahl- oder Blechplatte. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Mit einem Ausschnitt hier oben für die Klingenarretierung. Hinten mit einem
Kunststoffteil verschlossen, damit man nicht direkt reingucken kann. Eine scharfe, relativ dünne, einfache Klinge, das Ganze vernietet, mit einem überstehenden Backlock gesichert, extrem flach, nicht sehr schwer und zum Schneiden von Obst, Gemüse, Lebensmittel vollkommen ausreichend, hat natürlich dadurch, dass man hier nicht sehr viel Material hat und das Ganze auch nur vernietet ist, keine große seitliche Stabilität, also hebeln oder auch unter Druck schnitzen würde ich damit eher nicht, aber für Gemüse und Lebensmittel, Stoffe, Seile, für gerade Schnitte absolut ausreichend und ein schönes, kleines, leichtes und zudem auch klassisches Messer. Was haben wir sonst noch hier? Das ist ein Messer, was ich weiß gar nicht, wo ich es her habe, in Deutschland, ja, denkt es euch schon, einseitig zu öffnen, verriegelt, Führverbot. Die Klinge ist nichts Besonderes, die Schnitthaltigkeit ist nichts Besonderes, die Griffform ist nicht besonders angenehm, also das ist eines der Messer, wo ich sage, kann man machen, muss man nicht, kann man auch zur Seite tun. Anders ist dieses Messer, das habe ich mir geholt, weil es mich unglaublich interessiert hat, wie stabil ein Messer sein kann, was keine Metallplatinen hat, sondern es ist ein reines Messer, was aus Kunststoff ist. Der gesamte Rahmen, die gesamten Seitenschalen bestehen nur aus Kunststoff und in der Mitte ist auch bis auf diesen Liner hier, der das Messer hält, kein Metall verbaut von CRKT, Columbia River Knife and Tools. Sehr schön, liegt gut in der Hand, eine angenehme Größe, schön scharf und ihr denkt es euch schon, wir haben einen Flipper, wir haben eine festgestellte Klinge, damit in Deutschland ein Führverbot, kann ich also nur in die Schublade oder in den Rucksack packen. Gleiches gilt für dieses Messer hier, das ist ein ganz, ganz leichtes Messer, extrem leicht und auch hier, wir haben den Daumenpin. Die Klinge öffnet sich, steht fest. Wir haben hier, kann man das sehen, einen Rollback-Mechanismus. Wenn ich also hier dran ziehe, dann löse ich die Verriegelung hinter der Klinge und kann diese zuklappen. Neben dem Einhandöffner und der feststellbaren Klinge kommt noch hinzu, dass das Messer eine Dolchform hat. Auch wenn diese Klinge nicht ausgeschliffen ist, kann es sein, dass das zu Problemen führt. Messer von Benchmade, guter amerikanischer Hersteller, wirklich schön und auch ein sehr gut tragbares Messer. Von Case, auch amerikanischer Hersteller, mag ich die Trapper-Messer sehr gerne, weil sie, und das finde ich sehr schön, zwei große Klingen hat, die auf der gleichen Achse laufen, aber eine ganz unterschiedliche Form haben. Ich mag auch den blauen Horngriff sehr gerne. Wirklich sehr schön, angenehm zu tragen. Nicht zu schwer, nicht zu groß. Schönes Messer. Das habe ich ja schon gezeigt. Ich hatte eine ganze Menge Spyderkos, bis ich festgestellt habe, dass Bird, ein asiatischer Hersteller, Spyderko-Nachbauten macht. Ich weiß nicht, ob in Lizenz und mit Wissen von Spyderko. Das Spider-Hole ist hier auch etwas anders ausgeführt, sieht ein bisschen aus wie ein Vogelkopf, deswegen wahrscheinlich auch der Name Bird. Aber wenn ihr euch die Form des Messers und die Klingenform anguckt, ist, glaube ich, vollkommen klar, wo das Messer herkommt und wer der Ursprungsproduzent war, von dem dieses Design kommt. Auch die Idee der Vollmetallgriffe, Lockback in der Mitte, steht meiner Meinung nach im Sinne von Stabilität und Klingenlauf und Genauigkeit Spyderko-Messern in nichts nach. Zur Stahlqualität kann ich nicht viel sagen. Es ist auch richtig schwer. Aber seitdem ich diese Bird-Messer entdeckt habe, habe ich mir kein Spyderko mehr gekauft, sondern wenn, würde ich wahrscheinlich immer zu Bird greifen. So, das letzte Messer für heute und dann ist auch genug mit Messern auf meinem Kanal,
ist ein Klappmesser von Eka. Eka ist ein schwedischer Hersteller. Wirklich sehr schön. Ich mag die Messer mit dem Bumbinga-Holz. Das ist ein Wasser-, Hitze-, Kälte-resistentes Hartholz. Wirklich extrem hart. Lassen sich mit Fingernagel keine Kratzer oder Risse reinmachen. War auch schon viel im Einsatz. Man sieht keine Spuren. Auch diese Riffelung hier macht das Messer sehr angenehm im Gebrauch. Super schnitthaltig, super scharf. Wirklich schön. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist das Lanyard-Hole hier hinten, das aufgesetzt ist. Diese Metallnase hat bei mir schon zwei Hosentaschen kaputt gemacht. Verstehe ich auch überhaupt nicht, wofür das nötig ist. Denn wenn ich schaue, die Klinge geht nur bis hier. Das heißt, ich hätte das Loch ganz locker hier hinten durchmachen können. Ich hätte diese Nase überhaupt nicht gebraucht. Und dann wäre das ein fantastisches Hosentaschenmesser gewesen. So stört mich diese Metallnase doch erheblich. Wirklich schade, weil es ansonsten ein wirklich schönes, relativ leichtes und stabiles Messer ist, was zudem den Vorteil hat, mit zwei Schlitzschraubenziehern lässt sich der Klingengang nachjustieren. Echt schön, würde ich mir bei deutlich mehr Messern wünschen, dass es so einfach ist. Wenn wir das hier nehmen, braucht man dafür schon Spezialschlüssel. Geht nicht so einfach, bei anderen geht es überhaupt nicht. Hier zwei ganz normale Schlitzschraubenzieher und schon kann ich den Klingengang justieren. Klasse, würde ich mir viel, viel häufiger wünschen. Puh, geschafft! Keine Messer mehr, das letzte Video, wie versprochen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und freue mich sehr darauf, mich jetzt wieder voll und ganz auf Uhren konzentrieren zu können. Bleibt gesund, erfreut euch an jeglicher Art von Sammlungen, die ihr habt oder aufbauen möchtet. Freut euch auf meine nächsten Videos und bleibt meinem Kanal gerne treu. Bis dahin, tschüss, euer Axel.